Ihr seid auf der Suche nach einer günstigen Einsteiger-Kurznappe? Dann könnte der Long Can von Sword durchaus interessant für euch sein. Aus der vakuumversiegelten Folienverpackung kommt die China-Noppe mit einem markanten Booster-Geruch. Im ungeschnittenen Zustand bringt der Belag so etwa 45 Gramm auf die Waage. Der reguläre Verkaufspreis liegt bei knapp 20 Euro. Die relativ harten, am Fuß leicht konisch geformten, kurzen Noppen haben nur minimal geriffelte Köpfe, die wiederum relativ wenig Griffigkeit bieten. Der rote, relativ weiche, sehr feinporige Schwamm tendiert beim Schneiden leider etwas zum Bröseln. Im Dots-Test präsentiert sich der Long Can mit einem relativ linearen Spielgefühl. Auch die geringe Griffigkeit bzw. Schnittunempfindlichkeit lässt sich hier spüren. Auch im Einkontern bestätigt sich der erste Eindruck, wobei der Long Can bei etwas aktiveren Schlägen doch schon eine gewisse Dynamik an den Tag legt und dementsprechend auch ein gehobenes Tempo erreicht. Auffallend sind dabei die geradlinigen, flachen Flugkurven. Unserer Meinung nach kann man den Long Can sowohl auf der Vorhand als auch der Rückhandseite spielen, was nicht zuletzt der guten Einsteigerfreundlichkeit geschuldet sein sollte. Einen nennenswerten Störeffekt konnten wir allerdings nicht feststellen, bis auf einen minimalen Kick-Effekt, bei dem die Bälle nach dem Auftreffen auf dem Tisch leicht verspringen, sowie ein leichtes Abtauchen, braucht man als Gegner eigentlich keine Angst vor dem Belag zu haben. Vielmehr setzt der Long Can auf Sicherheit und Bringen. Solide Kontrollwerte zeigt der Long Can dabei natürlich im Blockspiel am Tisch. Bälle lassen sich sehr sicher und sehr platziert retournieren. Der Schwamm scheint dabei auch ein wenig Tempo zu absorbieren. Leichte Schwächen zeigt die Kurznoppe im Kurz-Kurz-Spiel über dem Tisch. Hierbei springen die Bälle doch recht schnell viel zu hoch heraus. Was relativ gut mit dem Long Can funktioniert, ist die Eröffnung. Trotz der geringen Griffigkeit lassen sich weiche, topspinartige Schläge durchführen, bei denen der Ball mit einer flach abtauchenden Flugkurve beim Gegner ankommt.
Die wohl herausragende Spieleigenschaft ist aber wohl das Egalisieren von gegnerischem Spin. Mit fast senkrechtem Blatt kann man fast alle Arten von ankommender Rotation aktiv durchdrücken und somit Druck auf den Gegner aufbauen. Überraschenderweise ist der Long Can übrigens auch in der Halbdistanz einsetzbar, auch wenn es hier natürlich an Durchschlagskraft fehlt. Mit dem Sword Long Can erhaltet ihr einen relativ günstigen Einstiegsbelag in die Kurznoppenwelt, der vor allem durch seine Schnittunempfindlichkeit auffällt und sich daher in erster Linie für kontrollbewusste, tischnah agierende Bringer eignen sollte.